Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Herr der Ringe Online. Wir befinden uns mit unserem Schurken Melimak hier im geheimgesuchten Gasthaus im Keller neben Isuriel. Und mit Isuriel sollen wir reden, denn mit ihr und dem Rest der Geheimgarde der Elben werden wir unseren Gefangenen Marzok durchs Krabbeltal geleiten. Wir haben hier mal wieder irgendwie einen unserer Waffen verbessert. Super toll. So. Das Krabbeltal ist voller Gefahren. Seid ihr bereit? Im Krabbeltal wimmelt es nur so von Gefahren. Und es wird nicht einfach werden, sicher zur anderen Seite zu gelangen. Dies ist eine Solo-Aufgabe, die nicht mit der Gefährdengruppe gemacht werden kann. Los geht's! Nun muss die Geheimgarde den Gefahren der Wälder und Schluchten des Krabbeltals trotzen, wo die Sivithi leben, eine Brut giftiger Spinnen, die keine Eindringlinge dulden. Das klingt ja wirklich berauschend. Wir haben wieder unsere tollen Banner da. Ob wir wollen oder nicht, wir müssen diesem gefährlichen Weg folgen, Melimak. Er wird uns durch das Krabbeltal führen. Der Rest unserer Gruppe ist schon vorangegangen und hält die Stellung, damit ihr den Gefangenen zu jedem Mitglied führen könnt. Seid auf der Hut, denn es wimmelt dort nur so von Spinnen und schwarzen Hunden. Ihr seid bereits mit der Unterstützung vertraut, die ich euch gewähren kann. Entweder lasse ich unsere Feinde ausbluten oder ich stelle eure Moral oder Kraft wieder her. Teilt mir eure Wünsche mit, indem ihr eure Befehle an mich über das Banner ausführt. Lasst den Feind bluten. Ja, schnell! sind ja gleich mal eine ganze Nummer größer. Wir müssen aufpassen, dass Marzok nicht zu sehr verletzt wird. Denn selbst wenn die hier mich heilt, wenn ich das jetzt ausgewählt hätte, dann heilt sie aber nicht ihn. Okay, der ist schon mal weg. Ich habe hier übrigens diese neue Fähigkeit, ja, alles auf eine Karte. Das macht mich für einen Augenblick richtig toll und super stark. Das macht mich dann aber für eine ganze Weile danach richtig schlecht. Das heißt, das ist wirklich was man jemandem als Todesstoß versetzt. Man kann auch wohl im Anschluss nochmal die Fähigkeit Todesstoß ausführen. Und wenn das erfolgreich war, dann gibt es den negativen Effekt nicht. Ich habe aber gar keine Fähigkeit, die Todesstoß heißt. Hey, toll, eine Waffe. Noch mehr Spinnen. Mann, Mann, Mann. Okay, das war's dann jetzt vielleicht. Nein, war es nicht. Ey, das ist die vierte Welle. Man kann es auch wirklich übertreiben. Okay, jetzt war's das. Vielleicht haben wir nicht viel Zeit. Prüft, ob Marzoks Fesseln richtig sitzen und bringt ihn dann nach vorne, wo ihr von Archador und Kucheron erwartet werdet. Je schneller wir aus diesem Netzgewirr herauskommen, desto besser für uns alle. Prüft den Sitz von seinen Fesseln. Ihr zieht klebrige Fäden aus den Schlaufen von Marzoks Fesseln. Der Ork starrt euch teilnahmslos an. Folgt Marzok rasch durch die Wälder des Krabbeltals. Vor den Spinnen habe ich keine Angst. Wenn ihr euch fürchtet, könnt ihr gerne umkehren, Melimak. Wenn ich so schwach wäre wie ihr, würde ich mich... Oder vielleicht doch. Hahaha. Tja, was auch immer, steht da unten. Würde ich mich hier nicht auf den Präsentierteller stellen. Oh, vielleicht doch. Ja, das hatten wir schon. Okay, das sind wir halt nicht gesagt. Die sind beide, Archador und Kucheron.
Gut, verschwenden wir keine Zeit. Mir belangt dieser Orden nicht, Millimack. Wir hätten besser den direkten Weg nach Osten in Richtung Dol Guldur nehmen sollen, statt in diesen spinnenverseuchten Wäldern herumzustolpern. Ich habe schon viele jener Kreaturen erschlagen und ich habe Kucherons Bogen im Nordwesten singen hören, nachdem er diesen Weg eingeschlagen hatte. Dieses ganze Hadern hat allerdings keinen Zweck mehr, und da wir gezwungen sind, diesen Weg zu nehmen, werde ich meine Pflicht vor dem Herrn und der Herren von Lorien und der Geheimgarde erfüllen. Wir werden zusammen kämpfen. Verwendet dieses Banner der Maledrim, um mir Befehle zu erteilen, damit ich euch entweder mit der Offensive oder der Defensive oder durch eine angenehme Mischung aus beiden Elementen unterstützen kann. Offensiv klingt doch supi. Hallo, da. Verstärkt den Angriff. Los geht's. Aha, diesmal Hunde. Oh, Elitehunde. Schön. Ich habe Blutungsschaden. Und mal eine Spinne zur Abwechslung. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, das wird noch ziemlich interessant hier am Ende. Wir haben uns eine kurze Atempause verdient. Ihr habt gut gekämpft und die Kreaturen wurden abgewehrt. Vielleicht ist dieser Weg doch nicht so gefährlich, wie ich dachte. Kuchorn und Cyril sind beide in verschiedene Richtungen vorausgelaufen, um zu bestimmen, welche Route hier gewählt werden soll. Sie sind noch nicht zurückgekehrt. Verteidigt Marzok. Kucheron ist hier entlang gegangen, um zu prüfen, ob der Weg sicher ist. Wartet, was ist das? Was denn? Nicht hier entlang, nicht hier entlang! Wie vor den paar Spinnen? Sehr schön. Noch mehr davon? Ja. Oh, Saeswissel-Spinne. Ach so, die heißen alle so. Ich dachte, das wäre der Name von einer. So, noch mehr? Natürlich, natürlich noch mehr. Es gibt immer noch mehr. Ich habe den Titel, den wir beim letzten Mal gewonnen haben, ja, also den wir für eine Aufgabenbelohnung bekommen haben, irgendwas sowas wie Spinnenfeind oder so, auf meine Waffe getan, auf die Legendäre, die ich trage. Dafür machen wir mehr Schaden gegen Spinnen und andere Insekten. Das war viel zu knapp, Freunde. Schnell. Schnell denken und noch schneller handeln, Millimack. Mittlerweile erwarte ich beides von euch. Und diesen Umständen verdanke ich, dass ich weiterhin bei guter Gesundheit bin. Wir können Marzok nicht dort entlang führen. Die Spinnen in diese Richtung werden immer zahlreicher. Und ich habe gesehen, wie sich ein großes Etwas hinter ihnen bewegt hat. Auf diesem Weg lauert eine furchtbare Gefahr. Archador und ich bleiben hier natürlich, um Marzok zu bewachen. Die Spinnen haben riesige Netze hinter Isuriel gewoben und sie in Richtung Nordosten, als sie in Richtung Nordosten lief. Säubert den Weg von Netzen und sucht Isuriel. Wir folgen euch anschließend. Mhm. Nordosten. Okay, also hier lang, ja? Hier durch die Spinnennetztür. Next. Aha, Hallöchen. Okay. Die nächste Tür öffnen. Jetzt sind es schon drei.
Da hinten, da steht sie doch. So, eigentlich müsste man es jetzt ja machen wie Bilbo und hier irgendwelche fiesen Reime singen, damit die Spinnen total den Verstand verlieren. Aber wir sind ja nicht unsichtbar. Also solange wir sichtbar sind, schaffen wir das, glaube ich, auch so, sie zornig zu machen. Ah, betäubt. Und weg damit. So, Isuriel, ich komme. Millimark, hierher. Ich bin schon da. Oh, das wird jetzt richtig eklig gleich. Hohoho, passt mal auf. Sieht man schon was? Man sieht noch nichts. Es wird richtig eklig. Ich freue mich so, euch zu sehen, Millimark. Ich dachte, alleine die Teilnahme an einem Einsatz dieser Bedeutung würde mir genügend Mut verleihen. Doch hier zwischen den Netzen verblasst mein Schneid. Und ich will einfach nur nach Hause. Es war weise, diesen Weg zu wählen, denn wir mussten unten entdeckt bleiben. Und hier in der Finsternis fällt es mir schwer, wirklich daran zu glauben. Ich verlasse mich darauf, dass ihr mir mit Hilfe dieses Banners, der Maledrim, Befehle erteilt. Ich werde euch genauso wie in den Senkungshallen unterstützen, mit Kraft, mit Moral oder ein bisschen von beidem. Wenn wir zusammenbleiben, kann ich mehr Mut bei der Bekämpfung dieser Spinnen aufbringen. Wir sind nicht alleine. Sie kommen wieder. Wo war ihr Banner? Ich hab's vorhin... Ich hab's doch... Ah, da. Mhm, okay. Ja. Mach an. Moral. Schnell. Ah, das ist ein Hund. Nein, nein, das wird noch richtig cool, glaube ich. Ich meine, das war doch hier. Nichts für Leute mit Arachnophobie, sage ich nur. Huch. Okay. Da kommen noch mehr. Sie könnte sich selbst aber auch ein bisschen mit Moral unterstützen, finde ich. Das, also sie selber sieht nicht mehr so ganz so gut aus. Noch hier. Vielleicht war das ja auch nochmal eine andere Inni. Also es gab auf jeden Fall noch eine, wo ich meine, irgendeiner war gefangen genommen, aber die war ja hier gerade gefangen genommen. Deswegen dachte ich, es könnte hier sein. Endlich lassen ihre Angriffe nach. Ach, guck an. Da kommen sie ja. Wir haben es geschafft, Isuriel. Seid ihr verletzt? Mir geht es gut. Kucheron und Sigilet sind erst einmal dort hinten geblieben. Sie werden dafür sorgen, dass uns keine Spinnen in den Rücken fallen. Der Rest von uns wird als Gruppe weitermarschieren. Auf diesem Weg wimmelt es nur so von Gefahren und wir sind schon zu weit gegangen, als dass wir umkehren könnten. Wir müssen weiter. Okay. Folgt den dreien, besser gesagt. Ja, Marzak ist ja auch noch dabei. Tiefer in das Krabbeltal hinein.
Na dann, du läufst in die falsche Richtung. Falsche Richtung. Oh, da leuchtet es schon so schön lila. So verheißungsvoll. Boah, guckt euch das an, ey. Das ist so eklig. Na, sagt schon einer was? Nee. Irgendwas stimmt nicht. Spürt ihr es auch? Dieser Ort ist nicht sicher. Wartet, bis Isuriel entschieden hat, was zu tun ist. Hm, na dann. Oh nein! Wir werden angegriffen. Meine Beine mögen gefesselt sein, aber oh nein, er ist abgehauen. Marzok entkommt. Ja, scheiße. Ja, tu doch was. Millimak, meine Beine wurden nicht in die Netze eingewickelt. Ich werde Marzok zurückholen. Na dann. Let's fetz. Aha, da sind die Spinnen schon hinter ihr her. Meint ihr, ihr könnt euch befreien, Millimak? Nee, nicht so richtig. Versucht weiter, euch zu befreien. Ich mach schon... Ah, es geht. Okay. Ihr habt es geschafft, Millimak. Schnell, helft mir, mich zu befreien. Ihr habt es geschafft, Millimak. Ja, das sagtest du bereits. Wir haben uns aus den Netzen befreit und können Isuriel und Marzok nun folgen, bevor ihnen etwas zustößt. Verteidigt Archador. Hier entlang. Schneller. Schneller. Aha, die hier nicht, oder wie? Sehr merkwürdig. Die ist nur Deko. Das ist eine Deko-Spinne. Der macht vielleicht immer komische Geräusche. Okay. Boah, guckt euch das an. Das ist, was ich meinte. Aber ich hatte das irgendwie ein bisschen anders in Erinnerung. Noch größer. Und von noch weiter oben. Weil wir laufen ja auch dran vorbei. Boah, krass, ey. Da. Boah. Ist das eklig. Ich muss mal hier das ausmachen. Wir müssen uns das mal so angucken. Isuriel und Marzok wurden beide sehr schwer verwundet. Ihr Schicksal ist ungewiss. Da oben. Seht ihr, was ich sehe? Es ist widerlich. Gut. Na dann, wie geht's? Isuriel ist schwer verwundet und hat ihr Bewusstsein fast völlig verloren. Ihre Augenlider flattern schwach, doch sie scheint euch nicht zu erkennen. Verteidigt Archador und die Geheimgarde. Ich weiß nicht, ob wir von diesem Feind bestehen können, Millimak. Doch wir werden ehrenhaft fallen. Na toll. Als Mitglieder der Geheimgarde. Ihr seid nicht alleine. Wir stehen an eurer Seite. Sigilid, Kucheron. Lanchigil und Egnasigil stehen euch zur Seite oder so. Kuma, es ist ebenfalls bereit. Also ihre Schwerter und seinen Bogen. Da! Ah! Oh Gott! Igitt! So, erstmal betäuben. Boah, der Sound, ey, ist ja voll eklig. Hier, machen wir mal Ausweichen an. Hätte vielleicht vorher noch mal was essen und trinken sollen. Thank you.
Naja, sieht einigermaßen gut aus, oder? Wir können ja gleich zum Schluss mal unsere Superfähigkeit probieren. Wie lange gilt denn das? Für 30 Sekunden, okay. Müssen wir gut abpassen, denn nach 30 Sekunden bin ich dann ganz, ganz schwach. Dann machen wir das jetzt. Du stehst so mittendrin, ey. Die Kreatur ist tot. Aber was für eine Art Sieg war das? Dieses Ende war nicht vorgesehen, Millimak. Nicht nur unsere Fracht wurde durch das Gift von Saebereth verseucht, sondern auch Isuril. Es könnte sein, dass keiner von beiden überlebt. Na, na, wollen wir nicht so schwarzseherisch sein. Wir können unmöglich so weitermachen. Wir müssen zum nächsten Außenposten der Maledrim marschieren und uns von dieser unglücklichen Schicksalswende erholen. Falls uns das gelingt, Millimak. Falls uns das gelingt. Lasst uns gehen, Millimak. Wir werden geschlagen zur Feste Gala zurückkehren, wo das Goldene Heer einen Außenposten errichtet hat. Unglaublich, dass wir so tief gefallen sind. Ich find's nicht so schlimm. Wie er sich aufregt. Naja. Auch wenn sich alle gegen mich wenden, so werde ich wenigstens einen einzigen Ork töten, falls Isuriel auf dieser von schlechten Vorzeichen begleiteten Reise sterben sollte. Diesen hier nämlich. Das hätte nicht schlimmer laufen können, Millimak. Dieses furchtbare Katastrophenabenteuer wird bis Sonnenaufgang ein weiteres Leben gefordert haben. Und wir sind keinen Schritt weiter gekommen, was die Erledigung dieses dämlichen Auftrags angeht. Naja, immerhin sind wir von der heimgesuchten Gaststätte bis hierhin. Es ist ein Ort weiter. Marzok ist mir Schnuppe. Möge das Gwigael seinen Körper... Was? Das Gwigael? Ist das Gift oder was? Seinen Körper bis zu einem Ende malträtieren, das wird uns zum Vorteil gereichen. Aber die Verwundung von Isuriel kann und werde ich nicht hinnehmen. Ich würde 1000 Spinnen erschlagen, wenn sich damit die arme Isuriel retten könnte. Doch das sollte sie auf dieser unheilvollen Reise sterben, weiß ich schon jetzt, welchen Ork ich am Ende... um die Ecke bringen werde. Sprecht mit Bruin in der Feste Galat. Ah, da steht er ja gleich. Das war ja einfach. Die Geheimgarde? Die können nicht einmal auf sich selbst Acht geben. Das ist unerheblich, Millimak. Der Auftrag ist gescheitert. Selbst wenn wir die Tore von Dul Guldur erreichen, würde Marzok das Ende dieser Reise nicht erleben. Unsere Chancen, Bori zu retten, ist mit Marzok gestorben. Die Geheimgarde? Die kann doch nicht einmal auf sich selber aufpassen. Sprecht mit Isuriel in der Feste Galat. Ach, das geht noch? Kann sie denn das? Marzok darf nicht sterben. Isuriel hustet schwach und versucht zu sprechen. Die Geheimgarde darf nicht scheitern. Marzok darf nicht sterben. Okay. Wir nehmen dafür deine Handschuhe. Danke. Ich habe von einem Gegengift gehört. Aha. Aber... Ja. Ich kenne ein Gegengift. Die Zutaten sind sehr selten. Aber Isuriel zuckt zusammen. Sie hat offenbar große Schmerzen. Als sie sich ein wenig erholt hat, spricht sie weiter. Ich brauche einen neutralen Giftsack. Von der gleichen Spinnenart. Entweder Saevaleth oder Schwarzgift. Und eine Blume, die Sereglos-Blume, wächst auf ungepflegten Hügelgräbern im Düsterwald. Sie blüht nur ein paar Tage im Jahr. Vielleicht gibt es zu dieser Jahreszeit schon keine mehr. Isuriel ringt nach Luft und verstummt. Tja, sammelt seltene Sereglos-Blumen und besorgt neutrale Saevathel-Giftsäcke. Das mache ich in der nächsten Folge. Wir haben hier unten so eine ganze Menge Zeug. Wir haben erstmal 10 Punkte bekommen. Das ist super. Wir haben den Titel Freund der Maledrim. Das ist super, weil dann kann ich nämlich hier zu den Belohnungshändlern gehen. Ja, wir sind offenbar im Ruf aufgestiegen, kriegen den Reitbonus, können hier auch gleich weitermachen mit unserem Ruf. Wenn man bei denen den vollen Ruf hat, da gibt es ja, wie ich finde, ein total schönes Pferd. Gut, dann würde ich doch sagen, dass an dieser Stelle die Folge wieder mal zu Ende ist. Ihr könnt mir aber wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal.
Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play der Herr der Ringe Online. Bis dann, ciao, ciao.